Jo Leute, was geht ab? Willkommen zum dritten Kanal Wochen-News-Video. Holy shit, fast einen Monat geht das schon und die Resonanzen sind geil. Sind geil. Viele haben es nicht in die Kommentare geschrieben, viele haben es mir dann im Nachhinein gesagt, dass sie es mega feiern irgendwie. Aber mir hat man auch schon früher gesagt, wie es auch in meiner, glaube ich, Kanalbeschreibung steht, dass man irgendwie meiner Stimme gut zuhören kann oder so. Vielleicht liegt es daran. I don't know. Auf jeden Fall kommen wir zum ersten 0.5-Thema. Im Prinzip so 0.5-Thema, das ist nicht das offizielle. Obwohl ich gerade gesagt habe, kommen wir zum nicht offiziellen. Egal, wie auch immer. Kommen wir zum inoffiziellen ersten Thema, so. Und zwar ist es das 200-Abo-Special. Warum habe ich das bis jetzt noch nicht gebracht? Warum habe ich da bis jetzt noch nicht wirklich irgendwie ein kurzes Video, was 1, 2, 3 Minuten geht, so offiziell gedroppt? Warum, was ist da los? Und zwar ist es ja so, dass wir die 200 Abos erreicht haben, aber das geht jeden YouTuber so, egal ob groß, klein, riesig, keine Ahnung, Dubai-haft von der Größe her. Sobald man jetzt in unserem Beispiel 200 Abos erreicht, ist das nicht gleich so, dass man dann auf 200 Abos bleibt oder 202, 205, 210 kriegt, wie auch immer. Ihr seht es ja selbst, ich glaube aktuell sind wir auf 198, kann sich vielleicht bis Sonntag ändern. Aber aktuell sind wir auf 198, wir sind um 2 Subs wieder gesunken. Woran liegt das? I don't know, es könnten alte Subs sein, es könnten neue Subs sein, weil ich aktuell die Folgen von Pokémon ja so in halb depressiv aufgenommen habe und viel Kritik ausgesprochen habe, was eigentlich konstruktive Kritik war, aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und deswegen habe ich das 200 Abonnenten Special Video noch nicht gemacht. Ich habe auch nichts geplant in der Richtung irgendwie, was ich machen könnte. Wenn ihr Ideen habt wie Q&A, wie ein Special Video, wie eine Special Folge, keine Ahnung, von Pokémon, von was weiß ich was, oder ich kündige ein Video an und dann machen wir einen Livestream together hier, ne? Together. Dann machen wir Livestream together, zocken irgendwas, wie auch immer. Lasst es mich wissen, falls ihr irgendwelche Ideen habt, die auch natürlich umsetzbar sind. Ne, jetzt kommt nicht so mit 24 Stunden Stream. Das werde ich nicht schaffen, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Das werde ich einfach nicht schaffen. Dafür bin ich zu pussyhaft, sagen wir es mal so. Ja, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, eure Ideen, Meinungen. Und würde ich sagen, kommen wir direkt zum allerersten offiziellen Thema. Und zwar ist es Motivation an Projekten im Leben, am Job, wie auch immer. Allgemein nennen wir einfach den Oberbegriff Motivation. Und ich glaube, das kann man überall mit einbeziehen, das Wort Motivation. Warum will ich Motivation ansprechen? Und zwar ist es so, dass diese Woche habe ich 4 Folgen Pokémon aufgenommen. Ich glaube, am Sonntag oder Montag dieser Woche habe ich dann alles aufgenommen. 2 Abendfolgen, 2 Morgenfolgen, glaube ich. Wobei die Abendfolgen halt eher ein bisschen unmotivierter klang. Ja, woran liegt das einfach? Ich habe ja angesprochen, dass wir renoviert haben, etc. pp. Das ist jetzt komplett durch. Auch die alten Sachen sind weg. Sperrmüll war da, etc. Das ist jetzt fertig, zum Glück. Aber es war doch extrem stressig und ich habe schon am Anfang der Woche bemerkt, okay, motivationsmäßig ist jetzt nicht ganz so on point bei mir. Ich wusste das irgendwie, ich hatte das so im Gefühl, kennt ihr das? Ich hatte das so im Gefühl, okay, diese Woche werde ich nicht wirklich haben, also die Motivation, die Lust, die Laune haben, Videos zu machen. Und dann habe ich schon mal aufgenommen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch relativ gute Laune hatte und Motivation zum Aufnehmen, bevor ich halt wieder eine Woche Pause mache oder zwei. Weil wenn man eine Woche Pause macht, dann denkt man, okay, man macht sich nur eine Woche Pause, aber aus einer Woche werden 2, aus 2 werden 3, das kennt man ja. Und es läuft gerade so gut, auch wenn wir aktuell stagnieren im Prinzip eher von den Subs, aber das ist vollkommen was anderes. Und dann dachte ich mir, nehme ich einfach vorher auf. Ja, aber es ist nicht so, dass mich das jetzt komplett runterzieht, weil ich habe schon tausendmal schlimmere Sachen durchgemacht. Und ja, wenn ihr mal so ein Real Talk Video haben möchtet, vielleicht das als 200 Abo Special, so ein Real Talk Video über mich, über meine Erfahrungen wegen Motivation, wegen nicht aufgeben, bla bla bla. Weil ich war schon komplett am Boden. Wirklich, tiefer ging es gar nicht mehr. Im Prinzip bin ich, sagen wir jetzt mal metaphermäßig, in den Brunnen gefallen, Untergrund, so tief war ich. Das war Hardcore, aber ja. Auf jeden Fall, ich will nicht zu tief in die Materie eindringen,
Aber wenn ihr, sagen wir, ein Projekt macht wie YouTube, Arbeit, Sport, ein Hobby, was auch immer, und euch geht es mal nicht so gut, ihr habt nicht so die Motivation oder ihr denkt, warum mache ich das Ganze, dann muss euch eins klar werden, ihr macht das halt für euch. So, das muss euch auf jeden Fall klar werden, wenn ihr das für jemand anderen macht, dann braucht ihr das gar nicht erst machen, weil dann wird es komplett nichts. Dann könnt ihr einfach aufhören, auch wenn es euch Spaß macht. Vertraut mir, ihr seid nach 2, 3 Monaten, wenn nicht maximal ein halbes Jahr fertig damit, dann habt ihr eh keinen Bock mehr, weil ihr es nicht für euch macht. Ihr verliert so schnell die Langzeitmotivation da dran und ja, aber mehres dazu dann irgendwann mal, falls ihr so ein Video sehen möchtet, hören möchtet, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Und zwar ist das nächste Thema, ich wollte ja Hyrule Warriors machen, aka Hellal Warriors. Das habe ich diese Woche nicht gemacht, das habe ich aber auch, glaube ich, im letzten Kanalwochen-News angesprochen, dass ich es entweder diese Woche oder jetzt nächste Woche, also morgen, bringen werde. Ob ich es jetzt morgen, beziehungsweise nächste Woche, morgen, egal, whatever, ich sage einfach morgen, ob ich es jetzt nächste Woche, ja, Egal, ob ich es jetzt nächste Woche bringen werde oder nicht, ich weiß es immer noch nicht. Ich bin unstimmig. Ich habe übelst Bock drauf. Und es ist, ich weiß nicht, ich habe da übelst Bock drauf. Nur bin ich aktuell etwas ratlos, was mehrere Projekte gleichzeitig angeht. Wie auch immer, weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, sobald ich mehrere Projekte, so 3 bis 4 mache, dass ich nach einem Monat, maximal einen Monat, einfach keinen Bock mehr auf die Projekte habe. Und ja, das ist so. Sorry, wenn ich gerade so im Stottern gerate, aber es ist so meine Erfahrung und ich weiß nicht, ob das gut ist für den Kanal. Super Mario 3D Land sollte eigentlich nächste Woche, maximal übernächste Woche zu Ende sein. Vielleicht kann ich nächste Woche damit anfangen, also jetzt im Prinzip in 2 Wochen, weil das ist ja immer noch Sonntag, wenn ihr das seht. Vielleicht das, vielleicht auch nicht. Ich lasse mir einfach was einfallen und Remix, ne? Voll am Stottern. Und dann werde ich es einfach hochladen oder ich werde ein Video machen, warum ich das vielleicht gar nicht mache oder in Zukunft erst oder so. Aber ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Es kommt zu 100%. Ich habe da mega Bock drauf. Nun muss ich gerade irgendwie gucken von der Struktur her, wie ich meinen Channel in Zukunft gestalte, weil ich den nicht wieder überlasten möchte mit Projekte. Und dann im Endeffekt nur halbe Sachen dabei rauskommen. Und darauf habe ich halt einfach keinen Bock mehr. Ich möchte einfach meinen Kanal seriös, strukturiert und durchziehend, falls es Sinn macht, irgendwie durchziehend, durchziehen, so, dass ich was durchziehe bei meinen Projekten und nicht mal Pause mache. Weil aktuell auch bei größeren YouTubern sehe ich einfach, dass viele eine Pause einlegen oder Let's Plays abbrechen, weil sie keinen Bock mehr darauf haben. Weil es immer dasselbe ist und sie täglich 2, 3 Videos bringen oder so, was halt habe ich auch gemacht. Und ich habe, glaube ich, täglich immer nur 2 Videos gebracht. Was halt auch im Prinzip schon krass war für meine Verhältnisse, aber ja, das sind so unterschiedliche Erfahrungen und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also bevor ich hier einfach jetzt komplett ins Stottern komme und das Video total trash wird, würde ich sagen, kommen wir einfach zum Abschlussthema. Und das ist, wie ich in Zukunft vorhabe, meinen Kanal gegenüber anderen oder in Foren, in einigen Foren, boah, die MLG-Bombe außerdem, in einigen Foren vorhabe zu präsentieren. Ich habe ja immer im Foren Pause gemacht. Werbung gemacht für meinen Kanal und meine Let's Plays. Das aktuell werde ich nicht mehr machen. Und vielleicht werde ich nur noch gucken in irgendwelchen guten Foren, wo sich das auch lohnt, wo auch Viewer unterwegs sind, was total schwer sein wird zu finden, da vielleicht irgendwie anzuknöpfen. Weil alle Foren, die ich bis jetzt durchgegangen bin, sind alles Let's Player-Foren, wo auch selbst Let's Player sind zu 90% und die schauen einmal rein, lassen vielleicht ein Abo da und dann war es das auch wieder. Ja, das war auf jeden Fall dieses wöchige Kanal-Wochen-News-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Support ist kein Mord, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach nächsten Sonntag wieder. Ich bin raus. Peace.